Moin moin liebe Sportsfreunde, herzlich willkommen back auf meinem Channel zu einer weiteren Folge FIFA 19. Let's go! Falls ihr neu auf dem Channel seid, nicht vergessen, ein Abo da zu lassen. Es ist wie immer kostenlos, es ist for free und somit werden ihr in Zukunft auch keine weiteren Folgen mehr von mir und FIFA 19 verpassen. Wir steigen gerade ein mit den nächsten Partien und an dieser Stelle möchte ich noch ein riesen Dankeschön an die ganze Community aussprechen, an all diejenigen, die immer einen Kommentar in die Let's Play schreiben und in die Videokommentare, an alle, die immer ein Like da lassen und immer so aktiv an der Community-Fragen teilnehmen. Ein riesen Dankeschön von mir an euch. Ihr seid echt die geilste Community, die man sich nur wünschen kann. Ihr könnt ja können abstimmen, was für ein Team wir nehmen sollen. Es ist ziemlich knapp geworden. Mehrere Teams sind gewählt worden. Aber mit der Abstimmung auf Twitch ist der FC Luzern nach wie vor Nummer 1. Und aus dem Grund werden wir mit dem Team weiterfahren. Wir werden nicht alle Partien spielen, weil wir befinden uns ja auch schon Mitte Saison in Real Life. Deshalb werden wir da Teil spielen, Teil simulieren und machen das so ein bisschen wie bei NHL 19 Saison. Auch für das Video gilt es wieder, wenn ihr weitere Folgen von dem Format sehen wollt, FIFA 19 in der Rubrik angezockt, dann denkt dran, supporten das Ganze. Bei etwa 20 Likes werde ich weitermachen mit dieser Folge. Bin recht zufrieden gewesen oder recht überrascht gewesen, wie gut das Let's Play bei euch angekommen ist, FIFA 19. Und aus dem Grund bin ich richtig motiviert, da weiterzumachen mit dem FC Luzern und ja, richtig Schweizer Meister zu kommen oder einmal zumindest ja, so weit für wie möglich. Schauen, dass wir nächstes Jahr dann vielleicht Europa League machen könnten. Das ist natürlich das grosse Ziel. FC Thun, das werden wir heute spielen. Und ja, wir steigen am besten gerade mal ein. Und zwar sind wir Gast beim FC Thun. Wir spielen wieder in Blau. Let's go! Dann auch los. Hallo. Ja, genau. Ich begrüße euch ganz herzlich hier aus Thun. Und auch heute habe ich wieder eine Community-Umfrage für euch. Und zwar möchte ich wissen, wer glauben ihr, wird den zweiten Platz holen? Oder glauben ihr sogar, dass der eBay noch vom ersten Platz verdrängt werden kann vom FC Basel oder aus einem Team? Schreiben Sie mir rein, was ihr denkt, wer da NASA am Ende dieser Saison vorne haben wird. Und jetzt konzentrieren wir uns auf die Partie. Wichtig, ein paar Punkte mitnehmen. Am besten ein Sieg natürlich gegen den FC Thun. Guter Versuch. Oh, guter Schuss da vom FC Luzern. Aus dem Nichts haben wir es versucht. Jetzt Eckball. So, erstmal geklärt nach dieser Eingabe. Er zieht ab. Die Chance. Oh, wieder eine gute Möglichkeit, aber wieder der FC Thun im Abschuss einfach zu wenig konsequent, zu wenig torgefährlich und das gibt uns nach wie vor zu 0-0. Beide Teams mit guten Möglichkeiten, aber nicht zwingend. Beide verteidigen recht gut, sehr stabil hin. Fokus. Legen es momentan darauf, kein Gegengold kassieren. Schöner Versuch. Den hat er wohl nicht richtig getroffen. Ja, das Ding geht ein gutes Stück vorbei. Und jetzt Stallspieler, schnell. Der Konter vom FC Luzern. Flanke. Da ist die Flanke. Kommt gut. Oh, super schön das Goal zum 1-0. Elecke trifft. Wow, und Flanke ist schon die Halbvorarbeit gewesen. Wunderschön, aber wirklich wunderschön auf den Kopf vom Elecke zirkelt. Und da der Goalie chancenlos, also wirklich ein Traumgoal und auch der Kopfball hat haargenau gepasst. Verdient die Führung, beide Teams hatten gute Möglichkeiten gehabt, aber das Goal, das gehört definitiv ein Highlight vor der zweiten Runde. Ihr Raiffeisen Super League. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Er schießt. Gute Möglichkeit, Thun mit der Antwort.
hat er mal zeigen, Jungs, wir sind noch da. Wir können noch Goal schiessen. Zumindest mal Chancen ausarbeiten. Wunderschön, wieder der schnelle Konter. Das ist eigentlich das, was das Ziel ist. Wunderschön, ah, oh, der Schuss kommt nicht da. Eieiei, aber jetzt fangen die Luzerner an zu zaubern. So, Ecke kommt. Super Aktion, gut geklärt. Also mit ihm schön gemacht, schöner Ballgewinn. Und jetzt laufen wir. Wir haben Platz, wieso nicht? Dann bringen wir halt die Flanke rein. Hätte ja schon mal funktioniert. Gut aufgepasst. So wird das hier nicht gefährlich. Jetzt vielleicht der Konter. Was machen Sie draus? Konter tun. Da hat es mehr rote als blaue und noch einer. Schiessen sie einfach so also neben Goal vorbei. Das ist schon fast fahrlässig, wie der FC Thun mit seinen Chancen umgeht. Richtig schade. Da verteidigen sie eigentlich recht gut. Da haben wir nicht allzu viele Möglichkeiten. Auch jetzt wieder. FC Thun mit einem guten Konter. Wow, Glück für uns. Thun verheddert es wieder ihr Offense. Und jetzt der Gegenstoß. Ein Schnellspiel. Wirklich schöner Fußball, tief reinbringen. Oh, und da ist der Goalie da. Super aufgepasst vom Fevre. Fast mit dem 2-0. Wir hätten auch selber können gehen, aber man will den halt einfach zaubern. Und es gibt wieder viel, viel Luft. Wieder der FC Thun mit einer Möglichkeit. Was machen sie jetzt draus? Oh, super, Zibung mit dem Safe. Also. Beide Teams spielen schneller Fußball. Und das ist das, was mir entgegenkommt. Da muss er flanken. Oh, jetzt lang gewartet mit der Flanke. So natürlich kein Problem. Er holt sich den Ball. Und er schießt. Boah, guter Weitschuss vom FC Luzern. Eleke, wieder mit einem guten Schuss und der hätte auch fast gepasst. Also wirklich knapp am Goal vorbei. Hätte auch können zum 2-0 führen. Bei dir musst du es einfach mal probieren. Es liegt noch ein Goal in der Luft. Und was schön ist, die Luzerner verstecken sich nicht. Was schön ist, die Thuner spielen aggressiv mit. Also, es ist spannend. Es liegt einiges in der Luft. Gute Möglichkeit wieder vom FC Thun und wieder zu wenig gefährlich. Jawohl, es ist soweit. FC Luzern holt sich die nächsten Punkte, der zweite Sieg in Folge. Und das ist natürlich eine super Leistung. 1-0, wir sind ideal in die Saison gestartet. An dieser Stelle sage ich auch Tschüss, danke vielmals fürs Zuschauen. Denkt dran, Support ist kein Mord. Wenn ihr weitere Folgen von FIFA 19 sehen wollt. An dieser Stelle bis zum nächsten Mal, euer Pico. Tschüss!